Habeck lügt mal wieder. Ja, mittlerweile ja nichts Neues, dass vor allem auch Robert Habeck und entsprechend die Grünen es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen und alle Kritiker sofort als böse Rechtspopulisten abtun. Obwohl mittlerweile ja auch in den Ministerien sogar viele Beamte schlicht und ergreifend diese Lügen nicht mehr aushalten. Jetzt hat letzte Woche natürlich hier ein, ja sag ich mal, Medium hier ist durchgeführt, dass man jetzt hier zur, ich sag's mal, Transparenz verpflichtet worden ist. Es war ein weiteres Verfahren, wo man sagt, dort hätte man sich die Gerichtskosten sparen können und schlichtweg einfach transparent agieren können. Das kostet natürlich nicht nur den Steuerzahler enorme Gelder hier, vor allem mit Gerichtskosten, sondern auch ist es so, dass die Fakten mittlerweile sehr stark gegen die Grünen sprechen, wo man ganz klar sagt, die Abschaltung der AKWs war ein enormer Fehler und auch das hätte man selbst jetzt langsam zugeben können. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, ich habe nicht schlecht gestaunt, als jetzt bestätigt worden ist, was viele schon lange erwartet haben. Denn schlicht und ergreifend ist es einfach so, jeder spürt im Geldbeutel, dass hier mit unter anderem die Abschaltung der AKWs mit Blick auch natürlich auf den Ukraine-Russland-Konflikt hier am Ende schlicht und ergreifend der Steuerzahler und der Endverbraucher zur Kasse gebeten wurde. Jetzt gab es hier natürlich ein Urteil, wonach jetzt auch hier das Wirtschaftsministerium und das Umweltministerium hier verpflichtet worden sind, alle Akten offen zu legen. Einige Journalisten, hier unter anderem auch vom Cicero, haben ja hier sich jetzt in den letzten Wochen dort durchgekämpft und es ja im Grunde einfach nur bestätigt. Bereits innerhalb des Ministeriums gab es hier durchaus Bedenken hinsichtlich der Abschaltung der AKWs, weil man sagte, so einfach ist das nicht, was sich die Grünen hier vorstellen. Denn am Ende zahlt schlicht und ergreifend der Endverbraucher hier die Mehrbelastungen. Und hier gibt es jetzt mehrere Artikel, die das einfach mal kurz zusammengefasst haben, wie zum Beispiel Cicero, NZZ und sonstige. Spannend ist aber auch hier, wo man ganz klar sagen muss, der Gesetzgeber hätte bereits sehr früh reagieren können, um hier entgegen zu steuern. Problem war auch natürlich, viele ja auch in den Ministerien wussten wahrscheinlich von Anfang an, dass auch der Haushalt, den man hier zusammengewurschtelt hat, beziehungsweise muss man einfach eher sagen, ja irgendwie zusammengebaut hat, damit irgendwie das Ganze mit Kleber noch zusammenhält, dass er verfassungswidrig war. Auch das war ja bereits seit mehreren Monaten vor dem Verfassungsgerichtsurteil eigentlich den Fachleuten wieder einmal bekannt. Sprich, die Forschenden und die Wirtschaftenden, die Beamtenden oder sonstigen, wie man, sag ich mal, diese schlechte Qualifikation hier heute bezeichnet, sind im Großen und Ganzen in den Ministerien vertreten gewesen. Einige Forscher, Beamte und Wissenschaftler haben durchaus natürlich und auch die Praktiker haben es am Ende gesagt, das geht nach hinten los. Und ganz gleich, wir schauen uns mal die Zusammensetzung des Strompreises an. Hier zum Beispiel für Haushaltskunden im Jahr 2023. Der große Block ist ja immer die Energiebeschaffung. Und hier sagt ja durchaus auch der Robert Habeck, dass man sagt, ja, aber die Preise sind doch gefallen. Na ja, Vorsicht bitte auch an dieser Stelle, denn ganz klar ist natürlich auch, dass der Gesetzgeber mit einigen Umlagen hier unter anderem, ja sag ich mal, den Strompreis nach unten korrigiert hat, gleichzeitig aber auch an dieser Stelle die Umsatzsteuer ja auch weiterhin ermäßigt war. Die Netzentgelte, die sich hier, sag ich mal, durchaus krass entwickelt haben, sind ja hier nicht gerade gering gewesen. Zum Beispiel, wenn man sich hier die aktuelle Thematik der Bundesnetzagentur anschaut, und zwar der Strompreis für Gewerbe- und für Industriekunden, hat sich hier massiv nach oben entwickelt. Hier zum Beispiel vom natürlich Bereich, wo waren wir, 1. April 2022 bzw. 2021 vor der Ukraine-Russland-Situation, lag dieser bei 23,23 Cent je Kilowattstunde. Im April 2023 lag diese bereits seit 33,06 Cent. Ebenso, wie gesagt, ist das in allen anderen Bereichen hier in den letzten Wochen und Monaten angestiegen. Auch hier muss man ganz klar sagen, wenn man hier die Werte von Verifox und anderen vergleicht, auch hier ging es massiv nach oben. Und jetzt ist es hier, dass sich hier durchaus viele grüne Politiker immer auf den Börsenstrompreis am EPEX-Spotmarkt für Deutschland und Luxemburg vom März 2023 bis 2024 beziehen. Und wenn man diese Zahl heranzieht, dann ist es schon klar. Denn hier ist man von im Grunde 101,2,52 Euro vom März 2023, laut in dem Zusammenhang hier Statista, mit am März 2024 auf 64,7 Cent gefallen. Problem ist aber,
Diesen Preis zahlt niemand. Denn obendrauf kommen hier natürlich mit Blick auf die Vergleichssituation 2023 auf 2024 schon mal hier der Fall, dass zwar der im Grunde Beschaffungskostenpreis hier wieder ein bisschen gesunken ist. Aber hier nicht so krass, wie man sich vorstellt. Also von 21,6 Cent auf 16,16 Cent. Gleichzeitig ist aber obendrauf gekommen hier die entsprechende Stromsteuer, die ja auch entlastet worden ist, was 1,54 Cent beim Endkunden ausmachen. Und natürlich die anderen Umlagen, die jetzt auch mit der Umsatzsteuer, die hier übrigens auch bei vielen Berechnungen mittlerweile weggelassen worden ist, weil man hier auch wieder, sag ich mal, diesen Anstieg hat. Plus zudem natürlich auch hier CO2-Abzocke und sonstiges auch obendrauf kommt. Sprich, viele dieser Mysterien, die hier im Wirtschaftsministerium, vielleicht heißt es auch mittlerweile Wirtschaftsmysterium, hier kursieren, sind schlicht und ergreifend falsch. Und auch an der Stelle die Vorstellung, dass man sagt, ja, wir haben jetzt aber auch an dieser Stelle schlicht und ergreifend hier einen riesen Vorteil, weil wir jetzt hier auch eine bessere und eher ökologische Industrie haben, auch das ist durchaus falsch. Denn mittlerweile gibt es weitere, hier sage ich mal, Studien und Forscher, also nicht Forschende, sondern Forscher, die ganz einfach hier belegen, dass der CO2-Ausstoß eben nachhaltig von auch Atomkraftwerken hier der, ja, sage ich mal, ökologischen Transformation der Bundesrepublik Deutschland durchaus geholfen hätte. Und auch, das ist jetzt ein weiterer Punkt, was ja durchaus auch gelogen ist, das hat heute erst Robert Habeck nochmal gesagt, dass ihm viele Betreiber von AKWs gesagt hätten, dass die im Grunde Brennstäbe auch an dieser Stelle zum Abschalten April 2024 wurde sogar einmal das Wort ausgelutscht verwendet. Und man natürlich sagt, naja, ganz klar, also wenn ich weiß, dass ich zum Mitte April 2024 hier meine Rohstoffe verbraucht haben muss, dann bestelle ich nichts mehr nach. Das ist ganz einfache Warenbeschaffung. Das wäre genauso, wie als würdest du sagen, hey, ich muss im Grunde hier von A nach B fahren. Ich habe einen 80-Liter-Tank, tanke aber, obwohl ich, sage ich mal, diesen einen Liter-Tank im Grunde diesen 80-Liter-Tank vollkommen verbrauchen würde, tanke aber 160 Liter und packe mir vielleicht noch Kanister hinten ins Auto rein, nur um dann zu sagen, okay, ich war aber bei Ankunft meiner Reise, war das nicht verbraucht. Aktuell Tesla-Fahrer kennen es ja, wie zum Beispiel hier, ich bin jetzt auch gleich wieder beim Supercharger, wo ich ganz klar sagen muss, naja, an der Stelle wurde natürlich hier schlicht und ergreifend vielleicht nicht effizient genug gehandelt und deswegen hat man noch Rohstoffe übrig, die man nicht mehr verwenden darf. Und das ist auch der springende Punkt dahinter, wo man auch natürlich ganz klar sagen muss, okay, die weitere Verwendung wäre ja sowieso nicht mehr möglich gewesen. Also hätte ich die wieder weiterverkaufen müssen, hätte wahrscheinlich damit Verluste gemacht und damit war es vielleicht günstiger hier, das Auslaufen der Brennstäbe so zu kalkulieren, dass sie nicht um 23.59 Uhr vorbei sind, sondern natürlich auch schon vielleicht einen Tag früher man sie hier noch abgeschaltet hat. Da muss man natürlich genau reinschauen. Wie gesagt, ich habe mit den Zahlen jetzt nicht genau reingeschaut, aber so denkt jeder normale Unternehmer. Gleichzeitig ein Schwachsinnsargument auch, was ja immer wieder angeführt wird, ist hier, dass die Brennstäbe teilweise, sage ich mal, in Deutschland nicht mehr verwendet werden konnten. Das stimmt auch. Aber das Lustige ist, an der Stelle muss man ganz klar sagen, dass wenn man auch entsprechend sich hier mit Nicht-Forschern oder nicht nur Forschenden und Wissenschaftlenden sich, sag mal, unterhält, sondern mit den Leuten, die sich wirklich auskennen, kommt man auch zu dem Ergebnis, dass schlicht und ergreifend am Ende hier die entsprechenden Personen sagen, ja, wir könnten aber mit modernen AKWs, könnten wir auch die bisher schon als verbraucht geltenden, schlicht und ergreifend, ja, Brennstäbe weiterhin verwenden. Wo man auch wiederum sagen muss, komplette Fehlkalkulation auf Kosten des Steuerzahlers hier vom Wirtschaftsministerium und entsprechenden Umweltministerium. Wo man ganz klar sagen könnte, hätte man wirklich die, sage ich mal, Praktiker und die erfahrenen Leute gefragt, dann hätte man an dieser Stelle nicht diesen massiven Fehler begangen. Was ist deine Meinung zu den Habeck-Files? Wird er jetzt endlich sein Amt aufgeben nach dem ganzen Chaos, das er mit verursacht hat? KTF, AKW-Ausstieg, der natürlich schon beschlossen worden ist damals. Das muss man auch fairerweise sagen, durch Union und FDP. Aber auch ganz klar, jede Regierung kann die Regeln neu machen und sagen, hey, wir verlängern die Laufzeit der AKWs oder beginnen schlichtweg mit dem Neubau, um das Ganze ökologisch in eine Transformation umzuwandeln. Schreib uns deine Meinung unten in die Kommentare.